Dann fange ich einfach mal an. Genau, mein Name ist Dominik Helle. Ich werde Ihnen mit Till Adams jetzt ein bisschen was erzählen. Sie haben ja eben in dem Vortrag davor gehört, bei Open Source haben Sie jetzt nicht so eine Box und Sie gehen in den Laden und kaufen sich zum Beispiel Software XY. Das heißt, Open Source Software finden Sie vor allem im Internet. Und wir wollen Ihnen jetzt einmal mal einen kleinen Überblick geben, was für Open Source Software es im GIS-Bereich gibt. Gleich vorweg gesagt, eben kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt so viel Software für spezielle Anwendungsfälle. 600.000. Es gibt auch gute Software für viele Anwendungsfälle im GIS-Bereich, dass wir nie in einer halben Stunde Ihnen alles, jede Software vorstellen können. Aber wir versuchen Ihnen einen groben Überblick zu geben und so ein bisschen anzuleiten, wo Sie zum Beispiel was finden. Generell, ganz wichtig. Ja. Wir stören uns, glaube ich, jetzt die ganze Zeit, weil wir es nicht abgesprochen haben. Wir haben immer so kleine Hinweise unten auf die Folien gemacht, weil, wie gesagt, wir können nur so einen Aspekt, so ein Licht auf eine Software werfen. Wir haben aber immer unten, das ist eigentlich das Wichtigste, was wir heute mitnehmen sollten, einen kleinen Hinweis hingeschrieben, wo auf dieser Konferenz, in welchem Talk darüber gesprochen wird. Also ist das im Prinzip die Einleitung, die anfangende Klammer, und dann können Sie sich heute überlegen, wo gehe ich eigentlich hin in den nächsten 2 Tagen. Sorry. Genau, das wird jetzt besonders witzig für die Leute an der Kamera, weil die nicht immer hin und her schwenken müssen. Die müssen auch ein bisschen üben. Ich komme aus dem Off dahin. Was wir die ganze Zeit auch noch nicht hatten in dem Bereich, Software, wenn sie frei ist, ist ja schön und gut, aber wenn ich freie Software benutzen will, brauche ich im Prinzip auch Daten. Das heißt, eigentlich brauche ich auch freie Daten und eigentlich so das Bekannteste, was wir eigentlich an freien Daten haben, was ja auch quasi Teil der Konferenz ist, sogar in einem eigenen Track, was aber mittlerweile auch sehr vermischt ist, ist OpenStreetMap. Weil was, wenn ich Software habe, die frei ist und ich habe aber keine Daten, mit denen ich irgendwas visualisieren kann oder so, ist das zwar alles schön und gut, aber eigentlich brauche ich Daten. Und da ist OpenStreetMap eigentlich so das beste Geschenk, was uns Geo-Entwicklern quasi gemacht wurde, sage ich mal. Also viele sind natürlich auch selber daran beteiligt, aber es ist eigentlich unfassbar. Auf der einen Seite muss man natürlich sagen, vielleicht wenn man OpenStreetMap jetzt noch nicht so kennt, wenn man vielleicht aus dem Geo-Bereich kommt, was ist OpenStreetMap eigentlich? Wenn man auf OpenStreetMap.org geht oder auf OpenStreetMap.de geht, sehe ich erstmal nur eine Karte. Und wenn ich mir keine weiteren Gedanken mache, denke ich, oh, ist ja wie Google Maps, sieht nur ein bisschen anders aus. Das ist allerdings einer der größten Irrtümer, die es gibt, weil OpenStreetMap ist nicht nur die Karte, die ich sehe, sondern OpenStreetMap sind die Daten. Das heißt, ich kann bei OpenStreetMap wirklich gucken, welche Daten habe ich und ich kann die Daten bearbeiten und ich kann sie verändern. Gestartet ist OpenStreetMap im Juli 2004, hat mittlerweile, ist glaube ich der Stand Dezember 2013, 1,5 Millionen Benutzer, die Daten erfassen und bearbeiten. Es kann auch mittlerweile schon viel, viel mehr sein, falls jemand aus dem OSM-Bereich sitzt und es weiß und es mittlerweile schon 2 Millionen sind, darf es ruhig mal kurz reinrufen. Es ist unglaublich, wie viel Potenzial da drin steckt. Das Schöne ist halt an OpenStreetMap, ich sehe nicht nur die Karte, die einfach nur zum Visualisieren der Daten da ist, sondern ich kann wirklich auf diese Grunddaten zugreifen. Das heißt, ich kann zum Beispiel hergehen und sagen, ich gucke mir das Polygon des Hauses an oder ich gucke mir diesen PUI an, wo dran steht, hier, das ist mein Dönerladen um die Ecke, der hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Und ich kann wirklich interaktiv mit diesen Daten arbeiten. Das Schöne ist, wenn ich da was ändere, profitiert halt wirklich jeder davon. Und es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt für einen Konzern mache, sondern ich mache es quasi für das Projekt und jeder profitiert davon. Und ich kann halt auch von Änderungen profitieren. Kurz zusammengefasst ist OpenStreetMap, was wahrscheinlich alle wissen, die hier sitzen, aber wenn es nur einen einzigen erreicht, umso besser, ist OpenStreetMap quasi eine freie, editierbare Weltkarte, bei dem ich auch auf die Daten zugreifen kann. Das heißt, ich kann wirklich die Daten bearbeiten und nutzen und niemand stört mich in Anführungsstrichen dabei. Die Frage ist natürlich, wieso brauchen wir sowas überhaupt? Wieso brauchen wir freie Daten? Das Schöne ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel hergehen wollen und Ihre eigene Karte erstellen möchten. Es gibt zum Beispiel gerade im OpenStreetMap-Bereich unglaublich viele Themenkarten. Wenn Sie zum Beispiel eine Karte für den ÖPNV brauchen oder irgendwelche Radwanderrouten, können Sie die Daten nehmen und Ihre eigene Karte erstellen. Oder Sie sagen einem Dienstleister, nimm die Daten und erstell mir daraus eine Karte.
ich habe immer aktuelle Daten und das Ganze ohne kommerzielles Interesse. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel bei sich vor der Haustür mal gucken, was da alles eingetragen ist, wird unglaublich viel sein, weil die Leute einfach so viel Spaß daran haben, Daten einzutragen und diese auch aktuell zu halten. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel auf einer Google-Karte gucken, ob da eine Baustelle ist oder ob da eine neue Umgehungsstraße gebaut wurde, bis das da erfasst wird oder in Ihrem Navigationsgerät, vielleicht noch ein besseres Beispiel, das wird eine Zeit lang dauern. Bei OpenStreetMap ist es durch diese große Community so, dass es extrem schnell geht und ich wirklich immer sehr aktuelle Daten habe. Und was halt auch schön ist, dadurch, dass ich halt diese freien Daten habe, kann ich mir halt auch wirklich neue Ideen erzeugen. Das heißt, ich kann hergehen und sagen, ich mache jetzt mal was ganz anderes, was es vorher vielleicht noch nicht gab. Ich glaube, ich habe jetzt auch noch mal ein, zwei Beispiele. Genau, zum Beispiel irgendwelche abgewandelten Karten, so wasserfarbenmäßig gemalt. Das würden Sie vorher, würden Sie woanders nie bekommen, weil Sie die Datengrundlage einfach nicht haben. Und Sie können damit einfach ganz verrückte Sachen machen. Oder einfach hier zum Beispiel auch, da gibt es, glaube ich, auch einen Vortrag zu OSM-Buildings, können Sie irgendwelche 3D-Karten erstellen, quasi aus den OpenStreetMap-Karten. Oder halt auch sowas, einfach Routing auf Basis von OpenStreetMap, OSM ist, glaube ich, so das Vorzeigeprojekt aktuell bei OpenStreetMap, was Routing angeht. Und das ist alles Open Source. Ja, generell könnte ich Ihnen jetzt natürlich auch noch eine halbe Stunde was über OpenStreetMap erzählen und wie Sie das bearbeiten. Ist aber, glaube ich, nicht wirklich zielführend, weil das zu viel Platz einnehmen würde. Eine kurze Übersicht, was es gibt an Editoren, sehen Sie hier. Es gibt, wie gesagt, für jeden, sage ich mal, das Passende. Und es gibt eine Mailingliste, wo Sie Fragen stellen können. Und im Normalfall herrscht da eigentlich auch ein ganz guter Ton. Von daher einfach mal ausprobieren und fragen. Jetzt haben wir gerade gesehen, okay, ich habe jetzt meine Daten und jetzt habe ich irgendwie Punkte, Linien, Polygone bei OpenStreetMap. Aber eigentlich muss ich die ja irgendwie verarbeiten. Das heißt, ich brauche irgendwie eine Datenbank. Und da gibt es im Open-Source-Bereich eine recht große Auswahl, so ein bisschen für jeden Gebrauch, sage ich mal, das Beste. Es gibt zum Beispiel PostGIS, das ist so ein bisschen der Geo-Aufsatz für PostgreSQL, geht so in die Richtung Oracle Spatial, wenn man das so ein bisschen vergleichen will. Und dann gibt es halt noch Spatial Lite und Rasterman. Rasterman zum Beispiel halt besonders für Rasterdaten geeignet. Und hier sehen Sie schon den angesprochenen Tipp, PostGIS in Action, Donnerstag 9.30 Uhr. Können Sie sich mal angucken, was man mit PostGIS alles machen kann. Jetzt habe ich meine Datenbank und ich habe meine Daten. Jetzt muss ich natürlich noch irgendwie miteinander verknüpfen. Und da gibt es mittlerweile auch Open-Source-Tools, die das tun. Einmal das Standard-Open-Source-Tool OSM2PGSQL, was quasi das OpenStreetMap-Projekt selber verwendet. Da gibt es noch Impossum, was die Daten halt auch in PostGIS importieren kann und Osmosis und OSM2PG-Routing. Das heißt, alle diese Projekte basieren darauf, Daten zu haben aus OpenStreetMap und die in eine Datenbank zu packen. Wie das jetzt genau geht in den einzelnen, mit dem einzelnen Programm, das werden wir jetzt hier nicht ausführen, aber das sind eigentlich sehr gute Anleitungen auf den jeweiligen Seiten, wie das Ganze funktioniert. Zur Leitung? Ich? Gut. Ja, einen Schritt weiter. Jetzt habe ich die Daten in der Datenbank oder ich habe Daten von irgendwoher bekommen. Die passen vielleicht nicht auf mein Format. Was mache ich damit? Nicht jeder hat Lust, bei Conterra oder Safe Software eine FME zu kaufen. Das gibt es in anderen Versionen auch im freien Bereich. Es gibt jede Menge Bibliotheken an der Stelle. Goodle, GeoTools, GeoKettle. Da ist übrigens auch hier der nächste Tipp, ein Vortrag am Donnerstag um 9.30 Uhr. JTS Topology Suite oder GEOS, das sind mehr Bibliotheken, die ich in andere Programme einbinden kann. Konkretes Beispiel zum Beispiel mal das Goodle OGR-Projekt. Wenn Sie da auf die Webseite gehen, dann sehen Sie, die ist aber uselig. Da haben Sie recht, die ist nicht schön, aber darum geht es nicht. Was vielleicht für Sie wesentlich interessanter ist, wenn Sie mal gucken, welche Formate Sie damit überhaupt umwandeln können. Haben wir da nicht noch eine Folie zu? Dann mach doch. Ich kann das auf dem Ding eh nicht machen. Genau. Wenn Sie da einfach mal auf die Formate gucken, dann werden Sie feststellen, Sie können mit einer Goodle-Bibliothek etwa 50 Rasterformate lesen und schreiben und 20 Vektordatenformate lesen und schreiben. Vorsicht, das trifft nicht auf alle zu.
Da müssen Sie manchmal genau gucken. Es gibt welche, die können nur gelesen werden. Insgesamt aber eine tolle Bibliothek. Ich habe Google OGR gesagt. Google ist der Teil für die Rasterdaten, OGR ist der Teil für die Vektordaten. Und ich freue mich übrigens, es gibt keinen direkten Vortrag darüber, aber wenn Sie da spezielle Fragen zu haben, dann zeigt doch mal gerade auf, Andreas. Also wir haben 3 Jahre lang einen Workshop auf der Foskis zusammen gemacht. Und wenn Sie Fragen zu Google OGR haben, dann fragen Sie den Mann mit den schlohweißen Haaren. Gut. Kartenserver mache ich auch, ne? Gut, jetzt haben wir unsere Daten aus OpenStreetMap in die Datenbank geholt. Wir haben sie gegebenenfalls noch umgewandelt in irgendeiner Art und Weise. Und jetzt möchte ich diese Daten im Internet publizieren. Ich möchte damit ins Netz gehen. Ich möchte Karte im Internet darstellen, weil ich möchte die Google-Karte nicht nutzen, weil ich will das Riesenbuch, was der Arnulf eben angesprochen hat, letzten Endes nicht lesen. Auch da gibt es wirklich jede Menge Software an der Stelle zu nennen. Das ist die GRI-Projekt, der Geo-Server, MapNIC, das ist zum Beispiel die Software, die die Kacheln für OpenStreetMap rendert. Also es ist wirklich eine Softwarebibliothek dahinter. Ich habe da oft schon mal auch mit Kunden Verständnisprobleme gehört, die sagen dann, ja, das ist ja, MapNIC ist gleich MapNIC-Style gleich OpenStreetMap. Stimmt nicht, ist eine eigene Software, können Sie auch andere Karten mit Daten mit rendern. MapServer oder vielleicht auch bekannt als UMN-MapServer, das ist vielleicht so ein bisschen das Uraltmodell. Ich weiß gar nicht, ob das irgendjemand hier im Raum weiß. Diese Konferenz hieß ganz früher deutschsprachige UMN-Map-Server-Anwenderkonferenz, dass wir dann irgendwann mal Foskis draus gemacht haben. Es gibt eine Software, die heißt TinyOWS, die ist übrigens mittlerweile auch so ein bisschen verbandelt mit dem Map-Server. Das ist eigentlich auch ein schöner Prozess. Das kann man machen, wenn man Open Source macht. Dann kann ich sagen, ach, die haben ja ein tolles Feature, wir haben ein tolles Feature, warum verbinden wir unsere Software nicht an der Stelle? Werden Sie im proprietären Bereich zwischen Intergraph und Esri vermutlich nicht finden. Gut, zu nennen vielleicht die beiden bekanntesten Kartenserver, MapServer, UMN MapServer, wie gesagt, so ein bisschen der Uropa. Ich habe mal irgendwann angefangen mit der Version 3.5. Das war, glaube ich, die ich dann Arnulf gezeigt habe vor 12 Jahren. Und GeoServer, das sind so ein bisschen auch die beiden Tribes, ne, die sich nicht mögen. Der C-Tribe, das ist MapServer und die Java-Welt, das ist GeoServer. Trotzdem beides tolle Software, ein bisschen andere Philosophie dahinter an der Stelle. Können Sie aber ohne weiteres, kann ich die beide, Sie müssen ja Ihren Berater, Arzt oder Apotheker fragen, kann ich Ihnen beide empfehlen an der Stelle. Degree, ebenfalls eine Entwicklung in Java. Degree hat relativ viele Referenzimplementierungen. Was ist das schon wieder? Wir haben eben ganz am Anfang gehört OGC. Da war irgendwo eine Folie von Atina, da stand irgendwie drauf, es wird zwar gesagt, was hinterher rauskommen soll, es wird aber nicht gesagt, wie es gemacht werden soll. Aber das, was hinten rauskommt, beschreibt ja letzten Endes dieser Standard. Und der sagt, das soll so und so und so aussehen. Und wenn so ein Standard neu rauskommt oder erweitert wird, dann gibt es immer eine Referenzimplementierung. Und da wird gesagt, so wie die das machen, ist das 100% so, wie wir uns das gedacht haben. Da hat Degree einige Dinge gemacht, GeoServer übrigens auch, meines Wissens. Ja, TinyOWS, klein und schnell, vielleicht war das Logo so klein. Ja. Und ja, sehr spezialisiert auf WFST, das ist das, was ich eben meinte. Wenn ich mit einem UMN-Map-Server arbeite, architektonisch kann ich, wissen alle, was WFST ist? Mit Sicherheit nicht. Okay, also WFST ist ein Protokoll, ist auch ein Standard. Web Feature Server, das heißt, ich kann über den GeoServer oder auch über den Map Server die Daten im Web anfordern. Dann habe ich die Echtdaten als Vektordaten im Web. Das ist toll, damit kann ich tolle Sachen machen. Der nächste Schritt ist, die Dinger auch noch im Web zu editieren. Das heißt, ich schaffe einen Client, wo ich im Web sagen kann, oh, ich tacke das mal hier hin. Und jetzt muss ich das zurückspeichern. Und dann kommt der WFST ins Spiel. Das ist der transaktionale WFS. Der schickt die geänderten Daten an den Server zurück und der muss die aufnehmen. Jetzt bin ich wieder da, was ich eben erzählen wollte. Map-Server kann rein architektonisch kein WFST. Aber TinyOWS kann das. Wunderbar. Insofern haben sich diese beiden Projekte so ein bisschen gesucht und gefunden an der Stelle, verbunden. Und ich kriege jetzt unter einem Dach sozusagen diese beiden Dinger zusammen. Tipp hier unten, auch ein Degree-Vortrag am Mittwoch 16:30 Uhr. Haben wir noch was? Nö. Genau.
musst du. Genau, und jetzt muss ich machen, weitermachen. Vielleicht haben Sie es schon gesehen, ich habe ja auch sowas wie Map-Proxy auf meinem T-Shirt stehen. Deswegen bin ich jetzt gleich vielleicht nicht ganz uneingenommen. Ich mache das aber ganz kurz und schmerzlos. So in der Zeit des Internets, wie es immer so schön heißt, kam es irgendwann eigentlich sehr schnell, dass man diese WMS-Standards hatte, die wir eben gehört haben. Das heißt, ich habe diese Map-Server, die irgendwelche Karten anbieten, die ich in meinen Desktop-GIS einbinden kann. Aber irgendwie hatten die alle so ein bisschen das Problem, seit es Google Maps gab, in Anführungsstrichen, dass die Karten nicht schnell genug waren. Weil die Leute waren es gewohnt, wenn sie im Internet unterwegs waren, dass sie Kacheln gesehen haben und der rein optische Effekt, wenn quasi mehrere Bilder nacheinander laden, habe ich halt das Gefühl, es passiert, weil es so schnell. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde von diesen Kartenproxys. Erste Version davon war quasi Tileproxy, der quasi von Christopher Schmidt entwickelt wurde, glaube ich. Der hat quasi genau das gemacht. Der hat einen Dienst genommen und gekachelt, um so ähnliche Geschwindigkeiten zu erreichen wie Google. Der hat aber irgendwann gesagt, it's done, es ist fertig. Der hat das auf der Phosphor G, glaube ich, auch wirklich so behauptet. Also, genau, also auch Open Source Software kann fertig sein. Sie hat genau das gemacht, was er wollte. Das Ding ist, die anderen Projekte, die hier jetzt stehen, MapProxy, GeoWebcache und eigentlich fehlt da noch MapCache, wollten eigentlich ein bisschen mehr. Das heißt, die beschleunigen sowohl vorhandene Kartendienste, aber wollten sich halt auch so ein bisschen dazu durchringen, ein bisschen mehr noch damit zu machen, Richtung absichern und so weiter. Und das sind so die beiden, quasi die beiden Projekte, die wir hier zum Beispiel dazu vorstellen. Und jetzt ein Tipp in eigener Sache, wenn Sie mich nochmal hören wollen, kommen Sie am Donnerstag um 15 Uhr, dann erzähle ich Ihnen was über MapProxy. Jetzt habe ich meine tollen Karten und habe sie vielleicht auch gekachelt und jetzt muss ich die natürlich noch irgendwie anzeigen und ins Netz bringen. Das Ganze nennt sich dann WebGIS, das Gegenteil dazu ist DesktopGIS, das kommt gleich. Im Bereich WebGIS haben wir quasi auch verschiedenste Möglichkeiten, die anzuzeigen. Also wir haben eine Kartenbibliothek, zum Beispiel OpenLayers, wir haben MapBender, MapFish und so weiter. Das ist halt, das Ganze kann man nochmal so ein bisschen unterteilen. Einmal in reine WebGIS-Bibliotheken, sage ich mal, zum Beispiel OpenLayers und Leaflet. Das sind wirklich JavaScript-Bibliotheken, die Sie im Browser einbinden können, die dazu gemacht sind, Ihre Karten von Ihrem Kartenproxy oder Kartenserver anzubieten und die wirklich dynamische Karten anzeigen möchten. Hier auch ein sehr, sehr interessanter Tipp, OpenLayers 3 ist jetzt gerade frisch in der Entwicklung, gibt es am Donnerstag um 13.30 Uhr einen Vortrag zu, auch einen Workshop, der allerdings, glaube ich, ausverkauft ist. Und daher, da haben Sie, glaube ich, keine Chance mehr, aber der Vortrag wird sich auf jeden Fall auch lohnen. Im Gegensatz zum WebGIS, zu den kleinen Bibliotheken, gibt es aber auch noch WebGIS Frameworks. Das muss ich. Genau. Was sind WebGIS Frameworks? Möglicherweise sind WebGIS Frameworks irgendetwas, was auch die vorgenannten Bibliotheken schon inkludiert an der Stelle. Da ist aber noch ein bisschen mehr drumherum an der Stelle. Das sind so, vielleicht der Vergleich, wenn ich mir so eine Google Maps Karte angucke, das ist vielleicht analog das, was ich mit OpenLayers bekomme. Ich habe so ein Kärtchen im Netz. Ich habe vor vielen Jahren mal den blödsinnigen Satz gehört, ja, mit OpenLayers kann man so kleine Lösungen machen, aber für große muss man schon was Anständiges nehmen. Ist Blödsinn. Alleine die drei genannten WebGIS Frameworks, die da haben, die verwenden alle OpenLayers als Client. So. Was im Prinzip so ein bisschen dahinter steht, ist, dass man möglichst mit relativ einfachen Mitteln Leuten Werkzeuge an die Hand gibt, um eigene WebGIS-Clients zu erstellen. Bei MapBender zum Beispiel hat eine Benutzerverwaltung dahinter, Sie können sich einloggen, Sie können dann einen eigenen Client konfigurieren, in einem gewissen Rahmen, aber mit relativ viel Klickerei, laden Ihre Kartendienste, ne, GeoServer, MapServer, wie wir eben gesagt haben, da rein und können das publizieren. Im Prinzip macht das Shogun Framework, da habe ich persönliches Interesse etwas dran, das ist nämlich von unserer Firma entwickelt, macht etwas sehr Ähnliches, hat ein bisschen eine andere Philosophie. MapFish wiederum hat noch eine etwas andere Philosophie, das ist wirklich mehr ein Entwickler-Framework, wo Sie dann im Rahmen von einem erweiterten Python-Framework Ihre Applikationen erstellen können. Sind aber, denke ich, wenn sich die ein bisschen genauer angucken, sicherlich drei interessante Frameworks an der Stelle. Auch hier der Tipp zu MapBender 3, ein Vortrag am Donnerstag um 15.30 Uhr und zu Shogun eine BOF,
eine Birds of the Feather Session. Was ist das schon wieder? Das ist was ganz Open Source Typisches. Man trifft sich in einem Raum und redet über ein Thema und mehr ist nicht vorgegeben. Sprich, wir werden dort als Firma und noch ein paar andere, die eben auch an diesem Framework mitentwickeln, uns in einen Raum zusammensetzen. Es ist offen für jeden, jeder kann da hinkommen. Sie müssen auch nichts sagen, Sie können nur zuhören. Und stellen das ein bisschen vor und diskutieren vielleicht mal, wo geht das zukünftig hin, wo könnte das interessant sein, wo könnte das jemand anders interessieren. Spannende Geschichte sollte man einmal im Leben gemacht haben. Vielleicht, Sie müssen nicht zu der gehen, es gibt auch andere hier. Ne? Ich wollte gerade sagen, ich weiß die Leute nicht auswendig, aber im Programm stehen, glaube ich. Auch. Es gibt noch eine zu MapBender und Neujet. Steht im Programm. Gut, steht im Programm. Genau, im Gegensatz zum WebGIS gibt es natürlich auch noch das Desktop-GIS. Wahrscheinlich das, was viele von Ihnen auch benutzen, wenn Sie zum Beispiel aus der Verwaltung kommen. Da gibt es klassischerweise, also auch wieder eine Menge, ich muss mal gucken, ob die Folie, na, die sind falsch rum, wieder eine große Auswahl und jeder ist so ein bisschen auch vielleicht spezialisiert auf das ein oder andere. Das, glaube ich, derzeit, nennen wir es mal gehypte Projekt, ist, glaube ich, QGIS, ehemals QuantumGIS, hat, glaube ich, so mittlerweile den größten Sprung gemacht in den letzten 1-2 Jahren. Also das ist wirklich richtig, richtig gut geworden. Dann gibt es noch UDIC oder halt auch GRASS. GVSIG zum Beispiel, es kommt ursprünglich aus Spanien, da gibt es jetzt aber auch schon einen Ableger, eine Community Edition, wo man halt auch sieht, wie sich Open Source entwickeln kann. Da könnte man eigentlich noch mal einen eigenen Vortrag drüber erzählen. Und OpenJump gerät immer so ein bisschen in Vergessenheit, gibt es aber auch am Mittwoch einen Vortrag zu um 16:30 Uhr. Was halt wirklich auch so diese klassischen Desktop-GIS-Sachen sind, wie gesagt, QGIS, GVSIG und was vor 30 Jahren halt auch schon so quasi mit dem ersten, das erste GIS-Tool war, ich weiß nicht, ob die sich dann selber schon als Desktop-GIS bezeichnen würden, war quasi GRASS. Und GRASS ist halt extrem bekannt für seine Analysefunktion. Das heißt, so Desktop-GIS wie GVSIG zum Beispiel implementieren halt auch eine Schnittstelle zu GRASS, mit denen ich dann irgendwelche komplexen Auswertungen machen kann. Also da lohnt sich definitiv ein Blick drauf. Ich lese jetzt hier nicht alle Tipps vor, die hier stehen. Aber da sehen Sie schon, dass zu den wirklich drei größten, sage ich mal, auch wieder Vorträge vorhanden sind. Das Schöne ist, wenn Sie jetzt mitgeschrieben haben, was es alles für Software gibt, kann ich Ihnen sagen, das hätten Sie sparen können. Und zwar gibt es die eben von Arnulf schon angesprochene OSGEO Live DVD. Und zwar auf der OSGEO Live DVD ist es so, ich habe quasi eine bootfähige DVD und auf dieser, die muss ich mir runterladen und dann zum Beispiel brennen oder auf einen USB-Stick packen, starte dann damit meinen Rechner und ich habe quasi ein fertiges Linux-System, wo 50 oder über 50 fertig vorkonfigurierte Anwendungen sind. Das heißt, wenn Sie einfach mal einen Blick in den Bereich QGIS werfen wollen, wenn Sie sich einfach mal einen Map-Server angucken wollen oder einen Map-Proxy, dann laden Sie sich einfach diese DVD runter, schieben die in Ihren Rechner, also Sie laden sich das ISO runter, machen daraus eine DVD, schieben sich Ihren Rechner und schon können Sie quasi alle diese Projekte, die wir eben vorgestellt haben, einfach mal ausprobieren, ohne sich jetzt irgendwas installieren zu müssen. In Ihren Tagungsbandtaschen finden Sie auch noch eine kleine Postkarte, wo drauf steht, wo Sie das Ganze finden, wenn Sie sich live.osgeo.org nicht behalten können. Da steht das nochmal drauf und da können Sie es einfach runterladen und ausprobieren. Und das ist jetzt auch eine neue Version, die extra zur FOSGIS 2014 rausgekommen ist. Das heißt, die wird auch regelmäßig aktualisiert. Da arbeiten auch wieder Open Source typisch, sage ich mal, Firmen, wie gesagt, aus der ganzen Welt dran. Es gibt wirklich die einzelnen Open Source Projekte, stellen ihre Software dafür bereit. Dann gibt es Übersetzungsteams, die versuchen, das Ganze immer auf dem neuesten Stand zu halten. Wir können ja mal eben kurz auf die Seite gehen. Auf jeden Fall. Und das Schöne ist, es ist halt nicht nur die Software, wo wir sagen, hier, benutzt das mal, sondern dazu gibt es auch Anleitungen. Wenn Sie hier zum Beispiel auf Deutsch klicken und dann auf Content, dann sehen Sie immer hier quasi, was hier alles drauf ist. Und das Schöne ist, Sie sehen halt auch, es gibt einmal quasi eine allgemeine Beschreibung, was das Projekt halt kann mit einem Screenshot etc. Da können Sie vielleicht schon mal gucken, ist das was für mich, ist das nichts. Und was ich persönlich extrem gut finde, es gibt einen sogenannten Quick Start.
In dem Quick Start ist quasi beschrieben, wie Sie erste Schritte mit dem Programm machen. Das heißt, wie Sie zum Beispiel ein QGIS-Projekt erstellen, worauf Sie achten müssen. Das ist nicht viel, aber es erleichtert quasi den Einstieg. Und das gibt es zu jedem Projekt, was auf dieser OSGEO Live DVD vorhanden ist. Und das ist eine der besten Erfindungen, sage ich mal, der OSGEO, um wirklich den Einstieg in diese GIS-Welt einfach mal auszuprobieren. Wir verschenken zwar jetzt irgendwie keine Kartons oder verkaufen keine Kartons, wo Software drin ist, aber wir können zumindest sagen, wir haben auch eine tolle DVD, die man sich runterladen kann. Das ist der Karton. Das ist der Karton. Wir sind der Karton und die DVD müssen sich runterladen. Wir müssen nur selber drumherum bauen. Genau. Das so einfach als kurzen Einstieg in die GIS-Welt. Das war jetzt natürlich sehr komprimiert. Wir haben sehr viele Softwarenamen einfach an den Kopf geworfen, aber vielleicht inspiriert den einen oder anderen das einfach mal auszuprobieren. Und ich glaube, wir gehen jetzt einfach nahtlos weiter in die offene Fragerunde. Das heißt, wenn Sie Fragen zum OGC haben, zu Open Source, zu Open Data oder auch zu irgendwelchen Softwareprojekten, also dadurch, dass wir halt auch Firmen haben, die sich im Bereich Open Source, die mit Open Source Geld verdienen, können wir Ihnen, glaube ich, so gut wie alle Fragen beantworten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen groß rausposaunt, aber wir versuchen es zumindest. Ob es stimmt. Ne? Werden wir sehen.